Jetzt ist aber noch 23,5 Stunden vorher, 11:45. Und wir kümmern uns über Ostereierfärben 2.0. So ins Farbbad werfen, das war gestern. Wir machen nämlich heute das hier. Diese Streifen auch in unterschiedlichen Farben auf die Eier. Christiane Hübner, Produktdesignerin, ist bei uns. Wie geht das? Das ist eigentlich ganz einfach und ich finde, Streifen gehen immer und das ist wirklich schnell und zügig zu arbeiten. Das kann man auch toll mit Kindern machen, das braucht nicht viel Zeit. Als Grundlage brauche ich ganz normale Ostereierfarbe aus dem Handel und ich habe Essigessenz mitgebracht. Mhm. Mit diesen beiden Komponenten wird dann das Farbbad angerührt und da ich in drei Farbschichten arbeiten möchte, habe ich von hell nach dunkel. Das sieht man hier in den Gläsern jetzt nicht so gut. Das sieht alles aus wie Rotwein, aber es ist keine. Nein, es ist sehr bläulicher Rotwein auch. Und das wichtigste Werkzeug ist heute dieses Klebeband. Das gibt es aus dem Modellbaubereich. Das nimmt man, um Dinge abzukleben, um sie zu lackieren. Und wir lackieren ja heute einfach Hühnereier, das ist ja nichts anderes. Ja. Man kann auch jeden anderen Klebestreifen nehmen, den man zu Hause hat. Aber das finde ich so toll, dass es die in verschiedenen Stärken gibt. Ja, mit dem breiten Band ist halt dann der Effekt nicht so groß. Und ich habe hier hart gekochte Eier, die sind schon abgekühlt. Dann hält das Klebeband besser drauf und ziehe dort jetzt einfach einen Kringel drüber, wie man das möchte, schneide das ab. Und da auch einfach mal probieren, weil schief gehen kann ja nichts. Nein, es gibt kein Verkehrt. Ja. Und dann geht es schon in das erste Farbbad, das ist das hellste. Mhm. Und das tauche ich jetzt auch nur so ein bisschen, dass es nicht so dunkel wird. Und so finde ich das jetzt eigentlich schon genügend von dem Farbwert. Also gerade mal 5 Sekunden. Ja, und dann habe ich mir hier so ein Nagelbrett gebastelt mit einer dicken Pappe und kleinen Stahlstiften, weil ich finde, dass die Eier besser trocknen, wenn die auf diesen Nägeln stehen. Dass die weniger kann man ja auch nicht anditschen dann irgendwie, ne? Nee. Und ja, und sie kriegen weniger weiße Flächen. Und da das jetzt noch trocknen muss, habe ich hier schon mal vorgefärbt. Ich hab da mal was. Ist das trocken in 2-3 Minuten? Oder wie lange? Nee, es braucht ein bisschen länger. Also man kann auch den Föhn nehmen. Ich bin manchmal ungeduldig und nehme dann den Föhn und nehme dann das Ei, was jetzt schon mal eine Schicht gefärbt ist, klebe wieder das Klebeband drauf und gehe in den zweiten Farbton. Das ist jetzt, habe ich ein Grün gewählt. Der erste ist eine Mischung aus Grün und Blau. In der Mitte ist ganz grün. Und die dunkle Farbe habe ich ein Blau gewählt. Und je nachdem, wie lange man das jetzt nun dort drin behält, ist die Farbe dann intensiv. Also ist die intensiv. Siehst du da wirklich einen Unterschied? Also ich sehe Farben nicht so gut, aber sind das wirklich unterschiedliche Farben in den Gläsern? Ja, das ein, ja, ist ja, es. Okay. Also das, und wenn es dann übereinander kommt, dann gibt es ja immer mehr Schichten. Mhm. Und da das jetzt auch wieder trocknen muss, habe ich hier schon mal eins wieder vorbereitet, dass schon zwei Schichten gefärbt ist und getrocknet ist. Und das Klebeband bleibt immer drauf. Und da, wo es halt jetzt klebt, bleibt die Ursprungsfarbe dann erhalten. Also die Farbe, die man als letztes gefärbt hat. Jetzt kommt es ins dritte Bad. Genau. Und im dritten Bad kann es jetzt auch länger bleiben. Das ist ja dann die finale Farbe. Ich lasse das jetzt noch mal ein bisschen länger drin. Und dann können wir eigentlich auch schon ans Auspacken gehen. Basti, würde ich dir gerne ein Ei geben. Ja, noch eine Frage. Das heißt, du hast es jetzt im Grunde komplett reinfallen lassen? Ja. Was ist so die Maximalzeit? Wie lange kann es drinbleiben? 2 Stunden, dann ist es dunkelblau. Dann ist es so richtig. Dann ist es ganz intensiv, dann nimmt es die ganzen Pigmente auf. Aha. Also das kann man wirklich nach Belieben machen, wie einem die Farben am schönsten, wie sie einem am besten gefallen, so. Okay, jetzt haben wir sie, das ist dann quasi nach dem dritten Bad wieder getrocknet und jetzt können die ganzen, jetzt kann dieses Klebeband abgezogen werden. Ja. Und dann sieht man durch diese verschiedenen Farbschichten entsteht so eine Dreidimensionalität. Mhm. Ja, das hier war das erste Klebeband, weil darunter ist es jetzt noch ganz weiß. Ne? Ja. Dann ist vielleicht sogar das Schwierigste an dem, was du uns da zeigst, das Klebeband wieder von den Fingern. Ja, genau. Und ich zeige das jetzt nochmal in die Kamera, wie schön diese Streifen werden. So, und ich zeige das hier auch, denn so sieht dann dieses hier am Ende aus. Und ich meine, klar, da kann man natürlich auch probieren, wie man will, denn du hast ja dann auch noch mehr dabei, wo du jetzt eher breiteres Klebeband genommen hast, auch nur eine Schicht benutzt hast, ne? Das sehen wir da vorne. Ja, oder bei diesem Ei, das ist nur in Blau gearbeitet, also
kurz in Blau reingegeben und dann immer wieder länger in das Blaubad reingegeben. Also man kann auch in einer Farbe bleiben. Man muss nicht mit drei Farben arbeiten. Und Sie haben es gerade gesehen, die Anleitung eben auch auf unserer Homepage ardbuffet.de. Christiane Hübner, vielen Dank fürs Zeigen.